So, los geht's. Halli, hallo, herzlich willkommen zurück. Oh, ich fühle mich wie in so einer Nachrichtensendung. Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge. Mach doch mal. Es ist wahnsinnig heiß geworden in Deutschland, wie ihr bestimmt alle mitgekriegt habt. Ich habe mich hier in den kühlsten Raum zurückgezogen, um was zu basteln, was gegen die Hitze ist. Also ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen und wollte einfach ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Und zwar möchten wir heute so eine kleine Klimaanlage bauen, weißt du? Die einen Raum abkühlen kann innerhalb von kürzester Zeit. Ich denke da so an mein Schlafzimmer. Kurz bevor ich schlafen gehe, da will ich das Ding dann reinstellen und dann sollen da polare Temperaturen sollen da dann herrschen. Dafür habe ich ein bisschen was besorgt. Das wird eine Klimaanlage für weniger als 50 Euro. Weniger als 40 Euro sogar. Sogar weniger als 35 Euro. Als erstes habe ich da hier so eine Kiste besorgt. Die muss ich jetzt mal herholen. Eine Kiste. Die Kiste habe ich heute besorgt, weil die eine wichtige Rolle spielt in diesem Projekt. Die Kiste hat einen Deckel. Der kommt jetzt mal ab. Ne? Der ist durchsichtig, muss er aber nicht sein. Ist ja auch total egal. Die soll ja nur... Weißt du ja. Und diese Kiste, die müssen wir als erstes... Müssen wir isolieren. Ja, mit Isoliermaterial. Das habe ich auch besorgt. Das ist Styrodur und ich habe mir sagen lassen, Styrodur dichtet ab. Styrodur lässt... was lässt das denn eigentlich? Das lässt halt, ja, wenn ich hier unten 50 Grad habe und hier oben 20 Grad, dann bleiben da oben 20 Grad und da unten 50 Grad. So ungefähr. Aber als erstes müssen die Teile mal geschnitten werden und das machen wir jetzt. Oh, das hört sich gut an. Weil als erstes mache ich mal die Bodenplatte. Ah, das ist natürlich auch schräg, ist ja klar. Dann wird das Ganze ja noch kniffliger. Ja, die sind 2 cm dick. Das heißt, ich habe eine Toleranz von 2 cm. Ich würde sagen, ich fange mit dem Deckel an. Da sind ja hier so Nöpsels. Das ist ja perfekt, da brauche ich die Dinge nur drauflegen. Direkt so anlegen. Und jetzt drücke ich einfach beherzt zu und dann habe ich doch die Markierung schon. Ja, ich fühle es. So. Kann man da etwas sehen? Ja, sicher sieht man das. Perfekt, so wie es sein soll. So, und jetzt wird geschnitten. Nee, ich hole mir besser noch eine Schnittunterlage, sonst zerschneide ich den Tisch. So, jetzt kommt die da hin und verhindert das Zerschneiden des Tisches. Jetzt brauche ich nur noch was zum gerade Schnippeln, dass ich hier auch nicht irgendwie ungerade schnippel. So, wie müssen wir es jetzt machen? Ich würde sagen, da legen wir mal hier an und dann legen wir mal hier an. Oh, das Geräusch, ich kriege Gänsehaut. Das ist ja wie, als wenn man auf Watte beißt. Oh, das schaffe ich ja nie, Alter. Das knackt wie Knäckebrot. Zack, habe ich eine Platte. Oh, perfekt. So soll das sein. Guck mal, jetzt passt er. Aber bevor ich jetzt weiter anpassen kann, muss ich erstmal den Deckel festkleben. Sonst geht das nicht. Schön Silikon darauf. Zack. Feste andrücken. Wie lange muss ich denn hier sitzen bleiben? Nach endloser Schnippelei ist es mir nun endlich gelungen, die Kiste abzuisolieren. Und zwar muss ich hier jetzt so Löcher reinbohren. Ich habe mir da so Rohre besorgt. Die sollen jetzt hier von innen nach außen da so durchgucken nachher. 3 Stück. Das heißt, ich zeichne die jetzt hier so an. So. Und so. Gut. Die muss ich jetzt da ausschneiden. Und das macht man, glaube ich, am allerbesten mit einem Schneidegerät. Warte mal, aber erstmal brauche ich da ein Loch. Oh nein! Jetzt ist die Kiste zerbrochen. Wegen einmal reinpieksen? Nicht so schlimm, weil die Platten werden ja sowieso verklebt nachher. Oh Mann, das ärgert mich jetzt aber. Also nicht reinpieksen, sondern bohren. Nehme ich den und drück mal einfach hier mal zu. Ja, kann man sehen. So, und das schneide ich jetzt raus. Und zwar mit meinem Dremel. Ich glaube, das geht am besten. Dann kann man da so schön kreisrund das da durchjuckeln. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und das mache ich jetzt mit allen Platten. Es ist soweit. Alle Löcher sind drin. Die verklebenden Maßnahmen können beginnen. Wieder schön angedrückt werden. Nun können die Rohre kommen. Rein damit, die Rohre. Wir haben jetzt eine isolierte Kiste. Aber das ist natürlich noch keine Klimaanlage, sondern nur eine Kiste mit 3 Rohren, die da halt rausgucken. Um jetzt das Ganze in eine Klimaanlage umzubauen, brauchen wir noch... hier, einen Lüfter! Mist, da brauchen wir noch ein Loch. Passt! So, dann wollen wir den mal hier eben anklemmen. Das solltet ihr übrigens nur von einer Elektrofachkraft machen lassen. Ein Glück bin ich eine Elektrofachkraft. Natürlich müssen wir jetzt auch überprüfen, ob der Ventilator auch anfängt zu drehen, wenn er Strom kriegt. Also ob die Elektrofachkraft da was verkehrt gemacht hat. Oh, er dreht. Hier saugt er, da drückt er. Jo.
kommt Luft. Da kommt Luft. Hier kommt am meisten Luft. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Eis besorgt. Eis, das kommt da nicht rein. Und da nochmal Eis. Und da mal eine hin. Jetzt sieht das Ganze so aus. Eine Kiste voll mit Eis. Jetzt muss natürlich der Deckel noch drauf, dass der Ventilator schön frei drehen kann. Und jetzt können wir die Anlage tatsächlich in Betrieb nehmen. Die bläst und ist auch nicht sonderlich laut. Aber was jetzt viel wichtiger ist, kommt da wirklich kalte Luft? Ich sag ja, richtig kalt. Richtig schön. Oh, hier könnte ich jetzt die ganze Zeit sitzen bleiben. Aber ich brauche einen kleinen Vergleich. Deshalb würde ich sagen, das Ding lasse ich jetzt hier ein bisschen laufen. Ich sag mal so eine halbe Stunde. Und dann werde ich nochmal herkommen, hier in diesen Raum rein und mal gucken, ob es wirklich merklich kälter geworden ist. Oh, das, was ich aber bis jetzt fühle, ist, oh, herrlich. Lass mal hier rein. Oh ja. So, dann laufen wir noch ein bisschen. Wir warten mal ab. Bis gleich. Oh, es ist wirklich merklich kühler hier geworden. Das hat geklappt. Wir haben zumindest mal eine kleine Klimaanlage gebaut, die mich heute Nacht hoffentlich besser schlafen lässt als die letzte Nacht. Oh, es ist richtig kühl hier, schön. Oh. Es funktioniert und es ist hier wirklich merklich kälter. Ihr müsst mir da einfach glauben. Ich schätze mal so um die 10 Grad kälter. Bei 34 Grad macht das 24 Grad im Schnitt. Ich würde sagen, es hat funktioniert mit der Klimaanlage. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausritt in die Klimatechnik gefallen. Ich habe keine Ahnung davon, ich bin ja kein Klimabauer. Dieser Kasten hier für umgerechnet, ja, was würde ich sagen, was hat das gekostet? Ungefähr 30 Euro, 35 Euro. Er wird mir wahrscheinlich einige schöne Nächte bescheren, also zumindest kühle Nächte. Was ich auf jeden Fall jetzt nochmal loswerden muss, ist, dass ich irgendwas im Auge habe. Vielen Dank. 600 Leute schauen mittlerweile zu. Ich freue mich da total drüber. Das ist ja schon fast ein Kinosaal voll. Ich hoffe, dass noch welche dazukommen, dass noch viel mehr dazukommen. Leute wie ihr da draußen, die Lust haben, einfach was zu machen, einfach was zu bauen, einfach was zu unternehmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch freut. Dann freue ich mich auch. Aber noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr nächsten Sonntag wieder einschaltet. Hier, bei Mach doch mal. Da geht's weiter. Ich weiß noch nicht, was für Schandtaten wir dann vorhaben. Irgendwas wird mir schon einfallen. Ja, ich hoffe, dass ihr euren Sonntag heute noch genießt. Dass ihr die Sonne genießt, dass ihr baden geht, euch abkühlt in irgendeiner Art und Weise. Ich hoffe natürlich auch, dass uns der Sommer noch ein wenig erhalten bleibt. In diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit mir, mit meinem Projekt, mit... Mach doch mal, haltet die Ohren steif, schaut geradeaus. Immer, ich laber schon wieder so ein Blödsinn. Warum kann ich nicht einfach Tschüss sagen? Das mache ich jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.